Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Pikmin 4. Im letzten Part haben wir die erste Höhle in der vermutlich vielleicht letzten Welt, in der fünften Welt geschafft. Das reicht doch. Und ja, jetzt erkunden wir mal ein bisschen weiter, weil vom Tag ist ja nicht viel Zeit fortgeschritten. Ich war da nicht mehr da. Ja, bloß ich abgehauen. War weg. Ja, das krasse Battle gar nicht mitbekommen. Das krasse Battle. Aber kann er sich ja im Nachhinein nochmal angucken. Wo Jan fast 10 Leute verloren hat. Mm. Das weißt du gar nicht. Ich sehe das doch, ich wusste, wie viel du vorher hattest. Aber jetzt... Ach Gott, wir brauchen unbedingt die schwarze Dingi. Ja, sucht den Weg aus. Wir können da unten drunter lang gehen, wir können hier hinten noch weitergehen. Wir gehen hier hin. Kannst du vorher noch rechts gehen, beziehungsweise links. Wenn du da, da kannst du das Feuer hintragen. Da geht's auch runter. Da kommt bestimmt gleich ein Geh. Oh, da hinten ist Louis. Ja gut, dann nur der Zuletzte. Oh, da ist ein Schatz. Aber der wird bestimmt nicht... Oh, umverlegen. Hä? Hast du ihn eingetroffen? Ja. Leider. Ist da was im Busch? Böses Monster. Nicht unbedingt. Oh nein. Hä? Ich dachte, das passiert was. Warum ist das nur ein Stein? Ist das ein Fossil? Boah. Ich hasse sie, ey. Kommt jetzt nochmal? Warum hast du jetzt blaue genommen? Weil die gerade ausgewählt waren, ist doch egal. Kann ja sein, dass da Wasser ist. Oh, wir brauchen Bomben. Hast du Bomben? Oder hast du die alle ausgewählt? Ach so, nö. Ja, weil das eine Granitwand ist, die du nicht kaputt bekommst. Granit? Mach, nee, versuch die Wand kaputt zu machen. Du hast doch bestimmt diese anderen Bomben noch. Ich hab keine, so. Guck doch mal. Das du wirklich diese... nur mit Bomben? Können das nicht vielleicht die krassen Pikmin irgendwie machen? Du hast doch... Als ob du gar keine Art von Bomben hast, das glaube ich nicht. Ich will nicht die Sensorbomben dafür nutzen. Ja, die geht nur mit Bomben kaputt. Da ist sogar ein Loch, wo du Bomben bekommen kannst. Und du hast sogar eine normale haben wir doch. Da unten ist noch ein Loch. Ja, machen wir gleich. Ich weiß auch nicht, wie viel man braucht. Also ich glaube mindestens 2. Ja. Mindestens. Na super. Ach Manu. Naja. Dann Angriff. Vielleicht sind in der Nähe noch andere Löcher. Okay, das war erstmal nix. Sollten wir auf jeden Fall Bomben kaufen gleich. Da brauchen wir noch Feuer. Gut, da wird das Wasser abgelassen. Kannst du nicht näher rangehen? Ich glaube, da hättest du nicht dagegen geworfen. Oh, oder so. So, was passiert jetzt? Ah, das Wasser ist weg. Oh, cool. So, das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall das Feuer hinbringen. Angriff! Wie viele von diesen Quietscheenten gibt es eigentlich? Unendlich viele. Holze, Quietscheentchen. Eine richtige Armee. Ja, habe ich aber keine Angst vor. Gar keine Angst. Nein! Hätte ich eher vor Killer-Delfin Angst. Ja, kannst schon mal rübergehen und dir die Sequenz angucken. Okay, das reicht. Da sind sie! Louis und Moss. Ja, ich sehe sie. Dem Kopayana scheint es gut zu gehen.
Doch, wie kommen wir an hier ran? Wir sind in dieser Höhle da verschwunden. Warum hat dieser Louis es überhaupt auf Gestrandete abgesehen? Find ihn besser, schnell! Aber Moss gewöhnt sich auch an andere ganz schnell, wie es aussieht. Ja. Moss will aber nur irgendwen haben, gefühlt. So, könnten wir jetzt hier nochmal hochgehen und irgendwas finden? Irgendwo konntest du da auf jeden Fall noch was verschieben bei diesem ganzen Backstein-Ding. Ich glaube, es wird beschlossen, wenn wir jetzt hier nochmal kurz umgucken würden. Oder müssen wir dazu die Bomben benutzen? Um da auf die andere Seite zu kommen, das glaube ich nicht. Man weiß es nicht. Kannst du nicht von rechts einmal rumlaufen versuchen? Vor allem, was ist das? Das Ding habe ich schon mal in so einem Horrorfilm gesehen. Ach, da unten ist das Wasser. Da, wo das Wasser ist, langlaufen? Das hatten wir doch schon ausgemacht. Ah, da ist ein Luftstrom. Kommt man denn da hoch? Aber da ist, wie gesagt, die andere Wand. Die guten Geheimnisse der Antike. Ah, Moss kam da ja gar nicht dahin. Ötchen. Diesmal ist es Ötchen, das stimmt. Kannst, wenn du willst, den auch machen. Ich glaube, so ein Dandori-Duell geht ganz gut. Ja, hier ist immer noch nicht, wo wir da hinkommen. Könntest du den Kessel draufwerfen? Und da fliegt die Hälfte schon wieder runter. Oh, da ist auf jeden Fall dieses blaue Ding. Ich glaube, das sieht halt wirklich so aus, als müsste man das von der anderen Seite machen. Und da unten brauchte man das Feuer auch. Aber das kannst du ja nicht darüber. Oder warte mal, nimm mal das Feuer mit und versuch den mal darüber zu werfen, über das Wasser. Was sind denn hier die Pikmin? Du hast doch alle. Nee. Doch, da steht jetzt keiner. Jetzt habe ich alle. Okay, aber nee, versuch mal jetzt ein Feuer-Pikmin dann darüber zu werfen, das geht doch. Nein, wenn das Ding einen Tanzhafen dabei hat. Brauchen wir erstmal. Da drin, ich glaube, da drin geht das doch. Let's go! So, jetzt kannst du die alle abstellen und rübergehen? Weil du musst die da lassen und den einen mit den Tanzzapfen hättest du dann da weiter befehligen müssen. Wow, nochmal einen Tanzapfen. Oder einer wird er trinken. Ja, der ist ertrunken. Einfach ignoriert. Du hast keinen Beweis. Ich hab meine Ohren. Die sind kaputt. Na, ab und zu. Aber wenn es drauf ankommt, nicht. Ja, werf ihn rüber und entlasse alle. Was machst du denn? Geht nicht. Der ist zurückgehüpft, der Rote. Hä, der ist doch da drüben? Nein, der Zapfen ist drüben. Hä? Aber eben hat das auch geklappt. Ja, aber nachdem ich alle entlassen gedrückt habe, ist der Rote auch wieder dahin gegangen. Das geht so nicht. Kannst du den nicht direkt nur einschnappen?
Ja, genau, wir bringen nämlich alle anderen weg und gehen nur mit einem. Was machst du? Alles. Ich konnte gerade nicht alle Steindinger zurücktun. Warum haben sie sich für die Zahl 40 entschieden? Keine Ahnung. Gefällt ihnen diese Zahl? Was ist deine Lieblingszahl? Keine Ahnung, habe ich nicht. Was hast du im Pokémon Schwertschild genommen? Ich glaube 412. Warum haben sie diese Zahl gewählt? Warum wollen sie das wissen? Ja, weil wir gerade über Zahlen reden. Meine Lieblingszahl ist 11. Und warum? Das ist die kleinste Schnapszahl. Das ist ja ein interessanter Grund. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Und schieben! Also war das jetzt nur eine Abkürzung? Nee, du warst hier noch nicht oben. Doch. Nein, da wo du an der Stelle hochzugehen, hast du noch nicht gemacht. Könnte man da nicht noch höher? Ach nee, da sind so Stufen. Da kann man mit Moss... Hau dich gleich, Flo. Da kann man... Du hast Moss Otching genannt, warum darf ich das andersrum nicht? Warum? Andersrum ist... Nee. Das ergibt keinen Sinn. Finde ich schon. Davon hast du aber auch keinen Hundi. Wechsel zu ihm einfach. So, ich will wissen, ob da jetzt was ist, ob man da hoch kann. Nicht da. Aha. Jetzt go, bald ich. Na toll. Ja, dann wird das nix. Du wolltest doch hier noch ein Dandori-Duell machen. Nee, das machen wir jetzt nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Nicht. Können wir halt trotzdem. Diese Laublinge sind überall, die sind überall, ja. Ja, komm, ihr sagt immer dasselbe, da hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. Tschüss. Das stimmt nicht jetzt. Sie sagen nur was sehr ähnliches. Sammeln innerhalb des Zeitlimits alle Schätze und Kreaturen. Feuer und Flügel. Wow, gut. Okay. Guck mal, wo das eine Steinpigment ist, da irgendwo in der Ecke. Das ist da unten festgesteckt. Helf ihm. Und geh schnell zur Basis. Oh. Ja, das wurde noch geschafft, die Soße. Sehr gut. Oh. Oh. Nein! Hast du auch den Typen gerettet? Hast du den abtransportiert? Wen denn? Ja, wer hat noch die Höhle gemacht? Muss ja, man die in der Höhle nicht. Nach dem Dandori-Duell, die Laublinge, die musst du abtransportieren und so. Ach, die anderen nicht? Nee. Check ich jetzt erst, okay. Der Höhle, die sind immer gleich zu Hause, die kriegen wir jetzt. Aber das ist auch ein Laubling. Ja, aber trotzdem. Aus der Höhle nicht, aus dem normalen. Hm, na dann. Oha, der Beharrlichkeitstester. Was ist das? Ich kenne das nicht. Oh, Paläontolog haben wir geschafft. Hausschuhfossil. Alter, die Skulptur des Freiheitsvogels. Weil das ein Wavebird ist. Krass. Oh. Das würdet ihr nicht wissen. Erinnerungsfragment, rechter Rand. Die Kugel der Gefühle. Das ist halt eine Liebeskugel, weil sie rot ist. Das Herzschwert, sogar zweimal.
Der Telekinese-Detektor. Was war nochmal Telekinese? Sachen bewegen. Ah. Mit Gedanken. Bewegungssteuerung, Direktverbindung und die Kugel des Vertrauens. Alter, 19, Alter. Wie geht's dem Kopayana? Du weißt schon, der, den wir gerade gerettet haben. Irgendwie Klopapier gelesen. Wir haben den, weißt du, wir haben den künstlichen Tiefschlaf beendet. Barnel kümmert sich jetzt um ihn. Gut, dann warte ich mit meinen Fragen zu Nelly. Besser noch bis morgen. So, können wir was verbessern, ist die Frage. Gut, dann ist jetzt Zeit für die Heilung. Tifo aus Konohan. Seinen Ambitionen folgend ergänzte er seinen Nachrichtensender um die Bereiche Reisen, Gastronomie und Unterhaltung. Aha. Alayan, du bist bereit für die Stimme, oder? Ja, wenn du meinst. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Mein Name ist Doba, aber viele nennen mich auch Dob. Von Beruf bin ich Schatzjäger. Ich reise durch durch die gesamte Galaxie und helfe denen, die meine Hilfe brauchen. Die könnten wir tatsächlich brauchen. Sag mal, Dob, kennst du vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Sie kennen, ha? Oh, Nelly ist eine Kollegin von mir. Genau wie Yorke. Yorke. Oh Gott. Als wir auf dem Planeten landen wollten, haben wir die Kontrolle über das Schiff verloren, so wie ihr auch, und sind abgestürzt. Das tut mir leid. Ist es dir denn seit dem Absturz ergangen? Es war ein harter Überlebenskampf. Wir entdeckten eine Art Leuchtsirup. Den habe ich morgens gesammelt und versaftet. Wirklich? Du redest bestimmt von Leuchtsaft. Wie schmeckt er? Na ja, genau, wie schmeckt es wichtiger? War nicht mal so übel. Papayana sind dafür bekannt, beim Essen wählerisch zu sein. Außerdem funktioniert ihr Geschmackssinn anders als unserer. Oha. Wisst ihr noch, wie Digo den Leuchtsaft für ein Getränk gehalten und getrunken hat? Oh, in der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Wenn du mit deinen Kollegen zusammen warst und genug Nahrung hattest, warum warst du dann allein, als wir dich fanden? Ja, eines Tages tauchte jemand aus dem Nichts auf und klaute meinen Sirup. Sie haben ihn dann verfolgt. Aber irgendwann habe ich Yorke aus den Augen verloren und dann wurde Nelly von einem riesigen Hund weggeschleppt. Haben wir dich schon gesehen. Ihr wurdet also getrennt, wie furchtbar. Tja, aber ich habe überall nach ihnen gesucht. Aber dann bin ich vor Hunger ohnmächtig geworden und dann war ich hier. Wir haben gesehen, wie einer deiner Kollegen entführt wurde. Erinnerst du dich noch, wo deine Kollegen aus dem Augen verloren haben? Wo du deine? Nicht genau, nein, aber sie könnten nicht weit vom Ort entfernt aufhalten, an dem ihr mich gefunden habt. Ja, hat man doch gesehen, mein Gott. Gut, sei dir versichert, dass die Rettung deiner Kollegen unsere oberste Priorität ist. Rettungskrew, intensivieren wir unsere Suche im Garten der Giganten. Ja, stand. Wir haben ja fast ein Fünftel. Wow. Nellys Kollege Doba zufolge konnte sich im Garten der Giganten aufhalten. Konnte. Wir müssen sie finden. Ocean verlässt sie auf uns. Guck mal, wo steht denn der jetzt rum? Mit dem? Nein, wir machen nicht weiter. Wir gucken jetzt, ob wir nochmal mit denen sprechen können. Gucken, ob wir Ocean verbessern können. Und ja, kaufen jetzt auf jeden Fall mindestens 2 von diesen Bomben. Ist ja auch nicht teuer. Genau. Ja, reicht doch. Da hinten steht er schon. Man kann ihn rufen,
zur Basis schicken und dann zieht er auf der Karte. Das ist eigentlich schon cool, wenn man ihn dann einfach wieder rufen kann oder halt zurückschicken. Ja, such dir was aus. Ich hab jetzt keinen Favorit. Frage ist, was kommt danach? Oder eine Pikmin einsammeln. Oh. Ist ja interessant. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm. Wir kennen dich doch. Hallo, mein Name ist Toba. Ich bin hier, um innen bereitzustehen, die Hilfe brauchen. Oh, wir sind doch schon mal begegnet. Tut mir leid, ich wollte dich eigentlich dir nicht sinnlos das Ohr abkauen. Als ich Olimas Logbuch las, habe ich sofort den Kurs geändert und bin zu diesem Planeten hier geflogen. Und dann, kurz vor der Landung, hat sich das Schiff nicht mehr steuern lassen. Es blieb nur noch die Flucht nach vorn. Alle stürzen ab. Und alle, die dieses Video geschaut haben, geben gerne einen Daumen hoch und schalten in der nächsten Folge von Let's Play Pikmin 4 wieder ein. Aber jetzt gibt es erstmal nochmal... Ach, du warst ja auch neu. Das ist ja eine, habe ich schon meine Haltung zu verdanken, obwohl du aussiehst, als wärst du mächtig grünet in den Ohren. Oh Gott, ich bin übrigens Tifo, Gründer und Inhaber einer Firma namens Inida. Versteh mich nicht falsch, ich wollte deine Hilfe nicht kleinreden und ich bin dir wirklich aufrichtig dankbar. Für mich ist es eine große Ehre, von einer angehenden Rettungskrolllegende wie dir gerettet zu werden. Oh ja. Aber Fuchs, mein Mitreisender wurde noch nicht gefunden. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch in einer folgenden Parts finden. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und in der nächsten Folge geht es heiter weiter in der Welt. Vielleicht machen wir direkt ein Dandori-Duell. Oder Bomben! Brauchen wir ja auch noch. Also nicht verpassen und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.